Wie kann ich bei Bitcoin eine Meldung signieren, so dass ich beweisen kann, dass ich der Besitzer eines privaten Schlüssels zu einer öffentlichen Adresse bin? Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Patrick. Ja, genau, das schauen wir uns gleich an. Es gibt dann noch ein Goodie dazu. Ich zeige euch auch, wie ihr eine Meldung verschlüsseln könnt mit dem Public Key. Public Key, Private Key und Adresse sind ja nicht dasselbe. Es gibt drei Dinge. Wir reden meistens vom Public Key, wenn wir eigentlich damit die Adresse meinen. Aber es ist nicht genau dasselbe. Es wird zwar aus dem Public Key generiert, die Bitcoin-Adresse, aber es ist trotzdem eben was anderes, wenn wir dann wirklich damit arbeiten wollen. Also, wir gehen mal gleich rüber hier. Sind wir auch schon dabei? Ich zeige euch jetzt das Ganze mit dem Electrum Wallet. Da geht es eigentlich ziemlich gut und das noch Bessere daran ist am Electrum, dass es eben hier unseren Ledger unterstützt und genau darum geht es hier auch. Ich zeige euch das im Zusammenhang mit dem Ledger, wie wir eben da erstens mal die richtigen HD Derivation Path anpassen können oder einfügen können, so dass wir dann auch die Guthaben sehen, die wir bei Ledger Live haben, weil meistens ist es ja so, dass man, wenn man ein Hardware-Wallet oder sonst ein Wallet verbindet mit einem anderen Wallet, dann muss man eben auch schauen, dass der Pfad der korrekte ist, dass wir eben dann unser Guthaben auch sehen. Und das schauen wir uns auch gleich noch an. Dann machen wir im Electrum-Wallet selbst eine signierte Meldung, die wir dann irgendjemandem geben können, zum Beweisen, dass wir eben eine Adresse besitzen. Kann zum Beispiel bei Airdrops oder so verwendet werden. Eine kurze Sache zu Airdrops, da bin ich immer ein bisschen zwiegespalten, ob das gut oder schlecht ist. Das Problem ist, wenn es heißt, beweist, dass ihr eine Adresse besitzt, dann gebt ihr auch die öffentliche Adresse bekannt, wo ihr Guthaben drauf habt. Und dann haben eigentlich die Signatur von euch empfangen, um dann den Airdrop euch zu senden, haben natürlich dann das Wissen über, auf welchen Adressen eigentlich jetzt bei Bitcoin auch habt ihr denn Guthaben. Das ist bei Ethereum ein bisschen eleganter gelöst, weil dort muss man das nicht machen, weil dort wird einfach jede Adresse, die ein Guthaben hat, erhält automatisch dann einen Airdrop, ohne dass man irgendwas angeben muss. Das ist eigentlich eine saubere Lösung. Und ja, wenn es da heißt, ihr müsst eure Adresse angeben, signieren, die können zwar damit nichts anfangen, aber sie haben eben die Informationen, dass ihr auf diesen Adressen irgendein Guthaben drauf habt und dann können sie natürlich jede Transaktion, die davor und nachher läuft, eigentlich kontrollieren und schauen, ja, was habt ihr. Muss jeder selber wissen, wie privat er da bleiben will oder eben nicht. Gut, dann, wie gesagt, was wir dafür brauchen, ist schon mal jetzt in diesem Fall natürlich in Ledger, geht auch ohne Ledger natürlich, und dieses Electrum Wallet hier, das könnt ihr direkt von electrum.org, könnt ihr das herunterladen, gibt es für Linux, für Windows, macOS, Android und so weiter. Wir machen das hier auf Windows, ist am einfachsten, haben auch die meisten eigentlich zu Hause. Wenn ihr wissen möchtet, was das jetzt auf sich hat, weshalb rede ich jetzt plötzlich von drei verschiedenen Dingen, also dem Private Key, dem Public Key und der Adresse. Ich habe immer gemeint, Public Key ist gleich Adresse. Ja, der Einfachheit halber reden wir davon, ist es aber nicht. Und deshalb könnt ihr hier am besten dieses Video hier anschauen, da wird das auch sehr anschaulich dann erklärt, was ist der Unterschied zwischen einem Master Key, einem Private Key, einem Public Key und eben einer Adresse, die wir verwenden, um Bitcoins empfangen oder um irgendwohin Bitcoins zu transferieren. Ich habe jetzt hier Electrum bereits heruntergeladen und installiert. Ich öffne jetzt das einmal. Wenn ihr das erste Mal macht, ich mache das mal groß, dass wir das hier alles sehen, dann werdet ihr natürlich zuerst gefragt, ob ihr ein Wallet erstellen möchtet. Wenn ihr jetzt ein Ledger habt, dann geht es natürlich so, dass ihr da kein neues Wallet erstellt, sondern den Ledger damit verbindet und das zeige ich euch gleich. Ich mache das einfach über die Schritte hier oben im Menü. Wie gesagt, bei euch würde das direkt eigentlich erscheinen. Könnt ihr hier auf, wenn ihr schon Electrum benutzt, aber noch nicht den Ledger dran habt oder ihr habt verschiedene Ledger zu Hause, zum Beispiel einen Ledger Nano S oder einen Ledger Nano X, dann könnt ihr das hier genau gleich machen. Dann geht ihr hier auf Datei neu, gebt ihr hier irgendeinen Namen, ich sage dem mal Nano S. Dann sage ich weiter und dann müsst ihr hier
die Börse erstellen, ist leider auf Deutsch, ich mache das eigentlich sonst immer auf Englisch, also euer Wallet angeben, ein Standard-Wallet, ein Wallet mit zweifacher Authentifizierung, da hättet ihr dann noch einen Code dazu, 2FA, oder Multisignatur-Wallet, das wäre dann, wenn ihr zum Beispiel mit Geschäftspartnern oder so ein Wallet einrichten möchtet, wo zum Beispiel 2 von 3 einer Transaktion zustimmen müssen, damit ihr dann die Transaktion auslösen könnt. Oder könnt ihr Bitcoin-Adressen, Private Keys importieren. Wir brauchen jetzt hier eine Standardbörse, ein Standard-Wallet. Wir brauchen keinen neuen Seed, das haben wir alles bereits. Wir brauchen hier ein Hardware-Gerät verwenden, das wäre eben unser Ledger Nano S jetzt in diesem Fall. Beim nächsten Schritt würde er dann den Nano S hier finden, das ist wichtig, sonst sagt er, hat kein Hardware-Wallet gefunden. Der muss natürlich dann, Ledger hier muss entsperrt sein und die Bitcoin-Wallet muss geöffnet sein, also die App auf dem Ledger muss dazu geöffnet sein. Gehe ich hier weiter. Dann habe ich hier 3 Dinge zur Auswahl, und zwar einmal hier oben Legacy, P2SH Segwit und Native Segwit. Was wir meistens haben, wenn wir den Ledger nicht schon ewig haben oder auch einfach alles aktuell haben, also eine aktuelle Firmware, Ledger Live und so weiter, dann ist es hier das mittlere. Das ist so nicht Native, sondern Legacy Segwit. Das heißt, es ist eigentlich mit allem kompatibel, also mit alten Adressformaten, mit neuen Adressformaten und eben hier, wie gesagt, mit Segwit. Bei diesem Segwit hier, diesem, ich sage jetzt den mal einfach Legacy Segwit, da haben wir eine Adresse, die meistens mit einer 3 beginnt, und bei Native Segwit haben wir eine Adresse, die mit BC beginnt. Und das ist dann wirklich Native. Warum verwende ich hier nicht Native? Weil erstens Ledger Live das auch nicht so macht, und wenn ich da schon Konten importiert habe, stimmen dann die Pfade nicht. Die Pfade, das sind die hier unten, eben die HD-Pfade. Und bei Native ist es auch so, dass einige Exchanges und Wallets das gar noch nicht unterstützen. Und wenn ich dann irgendwohin was senden möchte oder besser gesagt empfangen will, dann funktioniert das nicht, weil die das Legacy-Format, also wirklich rein Segwit, nicht verstehen. Und deshalb nehme ich das in der Mitte, dann kann ich sicher sein, dass das funktioniert. Und ihr seht auch schon, ich habe hier unten einen Pfad, der beginnt mit m/4900. Wir können das in Ledger Live überprüfen, ob das bei uns auch so ist. Macht das also, bevor ihr den Ledger mit Electrum verbindet. Geht ihr kurz bei Ledger Live rein, das zeige ich euch. Ich bin jetzt hier in meinen Test-Accounts drin. Und da seht ihr schon, ich habe hier 2 Konten, und jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ich jetzt bei Electrum rein muss, was für einen Pfad habe ich denn. Aber in der Regel ist es so, dass wenn ihr den Ledger mit Electrum verbindet und den richtigen Pfad eingibt, habt ihr alle Konten, die hier einzeln aufgeführt sind, zusammen in einem Electrum Wallet drin. Also müsst ihr nicht für jedes Electrum oder für jedes Ledger Live Wallet hier extra noch einen Electrum-Account erstellen. Das ist nicht dasselbe. Also hier kann ich zum Beispiel mal diesen Account hier öffnen, und dann gehe ich hier auf den Schlüssel, Edit Account, und dann kann ich unter Advanced Logs, sehe ich hier den Pfad. Hier seht ihr schon 4900, und dann habe ich noch 00 hinten dran. Wichtig für uns, sie sind nur die ersten 3, also 4900. Das ist eigentlich alles, was ich brauche. Und das sieht man dann auch beim zweiten Account, den ich da in Ledger Live habe. Der fängt eben auch so an mit 4900, aber dann noch 0 und 1, spielt aber bei Electrum keine Rolle. Da gehen wir wieder zurück zu Electrum. Da sehen wir schon M4900. Ja, genau, das habe ich gesehen. Ledger Live passt, dann kann ich hier weiter. Ich kann jetzt hier die Datei des Wallet, was hier angelegt wird, noch zusätzlich verschlüsseln. Mache ich jetzt hier nicht nur für Demo-Zwecke. Und dann geht das auf. Jetzt habe ich hier Electrum. Jetzt sagt ihr sicher, ja, wieso habe ich jetzt hier keine Balance? Im Ledger Live hatte ich doch eine Balance drauf. Das ist so, weil ich habe dort 2 Ledger und nicht, das ist nicht derselbe. Also es ist natürlich pro Ledger dann. Also wenn ihr mehrere Ledger habt, müsst ihr hier in Electrum auch mehrere Ledger-Accounts eröffnen, genau auf dieselbe Weise, wie ich euch die gezeigt habe. Am besten benennt ihr dann die Accounts so, dass ihr wisst, welcher Ledger was ist. Aber hier, ich zeige euch einfach das mit einem Ledger, den ich hier habe. So, jetzt gehen wir hin, und jetzt haben wir zum Beispiel, wissen wir nicht, was für Adressen haben wir denn auf dem Ledger.
Da müsst ihr dann zuerst, ich mache das mal, wie das eigentlich korrekt ist, müsst ihr zuerst hier auf Ansicht, dann geht ihr Adressen anzeigen, dann muss hier ein weiterer Reiter erscheinen. Da kurz schauen. Und dann könnt ihr hier auf Adressen klicken und dann seht ihr hier in der Übersicht, ihr habt alle Adressen, die momentan hier drauf sind. Keine Angst, es gibt noch viel, viel mehr, wenn man dann die mal gebraucht hat hier. Das sind natürlich nur die, die jetzt momentan aktiv sind, die man verwenden kann. Seht ihr hier die Adresse, rechts davon das Guthaben auf dieser Adresse und noch ein weiter rechts seht ihr, wie viele Transaktionen ihr über diese Adresse bereits getätigt habt. Also das ist alles, was raus und reingegangen ist. Wir können jetzt hier rechts klicken, können wir sagen Adresse kopieren. Wir können hier dann direkt eine Nachricht signieren, verifizieren oder eine Nachricht ver- oder entschlüsseln. Das Ganze können wir auch über Werkzeug tun, also Nachricht signieren, verifizieren, Nachricht verschlüsseln, entschlüsseln. Ich habe vorhin ja noch gesagt, ja, es gibt nicht nur die Adresse, sondern den Public Key und den Private Key. Beim Ledger Nano S oder generell bei Hardware Wallet sehen wir die Private Keys nicht in Electrum. Also Electrum kann die nicht auslesen. Das ist auch gut so, denn das wäre ein Sicherheitsrisiko. Wenn es Electrum kann, kann es auch irgendeine andere Schadsoftware oder sonst was. Und das geht nicht bei einem richtigen Hardware Wallet. Bei einem normalen Wallet natürlich, eine Datei, die wir erstellen, ohne Hardware Wallet, können wir zusätzlich dann eben auch den privaten Schlüssel auslesen. Ich habe hier schon mal eine Datei vorbereitet. Ich lösche das am besten mal kurz alles. So, um das reinkopieren, damit es ein bisschen einfacher ist. Also wir haben jetzt hier die erste Adresse, die nehme ich jetzt einfach mal. Ich gehe davon aus, die hat ein Guthaben drauf und ich möchte gerne eine Meldung mit dieser Adresse signieren. Dann kann ich hier mal auf die Details schauen. Und hier wird es eigentlich dann auch klar. Wir haben hier die Adresse, das ist die 3GJ irgendwas und den öffentlichen Schlüssel. Das ist eben unser Public Key, der zu dieser Adresse hier gehört. Den Public Key brauchen wir nur, wenn wir eine Meldung verschlüsseln möchten, dann quasi die verschlüsselte Meldung irgendjemandem senden und der kann sie dann entsprechend mit dem Gegenschlüssel dann öffnen und kann lesen, was drin steht. Das kann aber nur derjenige, der eben dann die Schlüssel dazu hat. Kann ich das wieder schließen? Kann ich auf diese Adresse draufgehen und sagen, diese Adresse möchte ich jetzt eben signieren oder eine Meldung mit dieser Adresse signieren, damit mein Gegenüber dann weiß, dass ich die wirklich besitze, diese Adresse, und dass die niemand anders haben kann. Da gehe ich hier rauf. Rechtsklick habe ich jetzt gemacht, Nachricht signieren, verifizieren, gebe hier meine Nachricht ein. Ihr seht schon, da unten ist meine Adresse automatisch ausgefüllt. Und jetzt habe ich hier einen Text und ich habe hier die Adresse und jetzt sage ich hier signieren, damit mir eine Signatur erstellt wird. Was jetzt passiert, die Signatur wird erstellt. Und weil der Private Key dazu auf dem Ledger ist und man nicht auf den Private Key, was auf dem Ledger ist, zugreifen kann, wird an den Ledger eine Anfrage gestellt mit der Bitte, diese Nachricht zu signieren. Und jetzt muss ich über die Hardware-Tasten hier, deshalb ist er ja auch so sicher, weil ich kann das nicht mit Software steuern. Ich muss physisch auf die Knöpfe hier drücken. Kann ich schauen, stimmt dieser Message-Hash hier, also 4C5 irgendwas, sehe ich hier auf dem Display vom Ledger? Ja, das passt. Rechte Taste, okay, signieren. Zack, jetzt ist er signiert und jetzt habe ich hier die Signatur erhalten. Das hier ist meine Signatur, die zu genau dieser Meldung und der Adresse gehört. Wenn ich jetzt nur irgendwas, ein Leerzeichen, ein Buchstaben oder was verändere, hier stimmt die Signatur nicht mehr. Jetzt habe ich alle diese Schritte und kann jetzt zum Beispiel, kann ich nochmal verifizieren und dann sagt er mir hier, ja, die Signatur ist gültig. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel nur das Ausrufezeichen weglassen würde, würde er sagen, falsche Signatur, weil das stimmt natürlich nicht mehr überein. Und dann kann ich jetzt diese Signatur irgendjemanden, der das von mir verlangt, weil er einen Beweis dafür möchte, dass ich der Besitzer dieser Adresse bin, kann hier diese Signatur bei sich einlesen, sieht dann hier oben die Nachricht und sieht vor allem eben auch die öffentliche Adresse und kann dann sicher sein, dass ich der Besitzer bin, weil ja nur ich konnte das signieren mit meiner Adresse. Es geht ja nur, wenn man den Private Key zu dieser Adresse eben auch hat. Das ist dann
das Ganze mit der Nachricht signieren. Das können wir für jede, wie gesagt, für jede Adresse einzeln, die wir brauchen, die ein Guthaben hat. Wenn das eben zum Beispiel für einen Airdrop sein sollte, müssen wir das für jede Adresse einzeln natürlich machen. Jetzt habe ich ja noch davon gesprochen, dass man eben eine Nachricht ver- und entschlüsseln kann. Also können wir dann auch wieder hier auf der Adresse Nachricht ver- oder entschlüsseln. Haben wir hier, wie gesagt, den Public Key. Ist eben nicht dasselbe wie die Adresse. Können hier eine Nachricht eingeben. Ich gebe irgendwas ein, sage hier verschlüsseln. Und jetzt habe ich hier die verschlüsselte Nachricht. Diese Nachricht kann ich irgendjemandem senden. Und was jetzt aber ist, das geht leider nicht mit Ledger. Also mit einem Hardware-Wallet geht das momentan noch nicht. Das wird wahrscheinlich irgendwann implementiert, aber momentan ist das leider noch nicht der Fall. Einfach zum Zeigen, was da hier auch eine Möglichkeit wäre, dass man da eben auch verschlüsselte Nachrichten transferieren kann in diesem Sinne. Für uns ist aber eben eigentlich diese Sache hier wichtig, die Signierung von Nachrichten, damit wir eben beweisen können, dass uns diese Adresse eines Bitcoins zum Beispiel gehört oder eben ein Teil von einem Bitcoin, spielt keine Rolle, wie viel da drauf ist. Das wäre es eigentlich auch schon gewesen zu eben, wie signiere ich eine Meldung, damit ich beweisen kann, dass ich der Besitzer einer Adresse bin, weil ich eben den Private Key dazu habe mit dem Ledger, und das geht natürlich auch ohne Ledger, ist eigentlich mehr oder weniger genau dasselbe. Und dass ihr eben hier bei Ledger Live dann auch, jetzt ist natürlich wieder das Passwort, das er will, in den Konten hier auch sehen könnt, welcher Pfad man verwenden muss. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, fürs Schauen dieses Videos. Wenn es informativ war, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Wenn ihr irgendwas dazu habt, zum Beispiel eine Anmerkung, eine Kritik, dann bitte schreibt das in die Kommentare. Wenn ihr zu diesen und anderen Sachen Fragen habt, kommt doch bitte in die Discord-Community oder Telegram-Community von TOBG. Alle Links, alles, was ihr dazu braucht, findet ihr in der Videobeschreibung. Auch natürlich, wo ihr das Electrum herunterladen könnt, auch diesen Link stelle ich dann in die Videobeschreibung rein. Dann freut es mich natürlich um jedes neue Abo. Wir sehen, lesen, hören und schreiben uns. Bis dann. Macht es gut und tschüss.